Herzlich willkommen zu Spirit. Überall dort, wo der katholische Glaube aufblüht, entstehen Wallfahrtsorte. Einhellig berichten Pilger davon, dass sie an Wallfahrtsorten die Gegenwart Gottes viel stärker erfahren können als in ihrer alltäglichen Umgebung. Auch in Deutschland gibt es solche Orte, an denen sich Himmel und Erde berühren. 7 davon habe ich mit der Kamera besucht. Ich wollte herausfinden, was so viele Menschen zu den einzelnen Gnadenorten pilgern lässt. Meine Rundreise durch Deutschland begann bei der Wieskirche im bayerischen Pfaffenwinkel. Sie führte mich in den Norden bis Telgte im Bistum Münster und endete wieder im Süden, im größten deutschen Wallfahrtsort Altötting. Es geschah vor 280 Jahren, als eine Bäuerin in Steingaden eine Flüssigkeit in den Augen einer Jesusstatue bemerkte. Seither besuchten viele Millionen Menschen den kleinen Ort. Die Gemeinde Steingaden liegt im südlichen Oberbayern in der Nähe von Füssen. 1745 wurde diese Kapelle zu klein für die zahlreichen Pilger. Für 70.000 Wallfahrer aus ganz Europa wurde daher oberhalb der Kapelle die Wieskirche gebaut. Hier, im heutigen Oberbayern, wollten sie vor dem Bild des gegeißelten Heilands beten. Als viele Heilungen geschahen, wurde das Bildnis zum Gnadenbild. Ungezählt sind die Wallfahrer, die hier Trost erfuhren, erklärt Wallfahrtspfarrer Gottfried Fellner. Hier erleben sie einen Gott, der auf Augenhöhe mit den Menschen leidet und mitweint, der die Nöte und die Sorgen der Menschen versteht. Gottes Barmherzigkeit wird auch an vielen anderen Orten im Gotteshaus dargestellt. Am Deckenfresko von Johann Baptist Zimmermann hat der Vorhang über dem Thron Gottes eine blaue Farbe. Blau ist die Farbe der Barmherzigkeit. Ein anderes Fresko zeigt Jesus am Kreuz und den rechten Schächer. Jesus verspricht ihm das Paradies. In dem Fresko über dem Volksaltar vergibt Jesus einer stadtbekannten Dirne ihre Sünden. Darüber empören sich die Pharisäer. Einer von den Pharisäern, der hat sogar seinen Fuß ausgestreckt und will damit dokumentieren, du hast dir nichts verloren, hau ab. Und Jesus gibt dir keinen Fußtritt. Er sagt nicht, hau ab, du bist nicht würdig, sondern er sagt zu ihr, weil sie viel geliebt hat, werden ihr viele Sünden vergeben. Zeugnis dafür, wie viele Menschen beim gegeißelten Heiland Kraft gesucht und Hilfe erfahren haben, geben zahlreiche Votivtafeln neben dem Chorraum. Viele hinterlassen einen Brief mit Anliegen oder Dank. Erst vor einem halben Jahr haben wir einen Zettel gefunden, da stand drauf, Wies Heiland, hilf mir, ich habe meinen Buben mit dem Bulldog überfahren. Ich werde nicht fertig damit. Dieser Bub ist übrigens wieder gesund geworden und die Eltern haben zum Dank dafür eine Glocke gestiftet, auf der auch der Wiesheiland eingegossen ist. Etwa 1 Million Menschen kommen jedes Jahr auf die Wies. Der größte Teil von ihnen sind Touristen, die das nahegelegene Schloss Neuschwanstein besuchen wollen. Auf dem Weg nach Schwangau wollen sie das Meisterwerk des Rokoko sehen. Dessen Gnadenbild hat sich inzwischen tausendfach verbreitet. Das Bildnis des gegeißelten Heilandes auf der Wies, das hat ganz Europa umfasst. Es gibt also 4.500 Kirchen und Kapellen in ganz Europa, in denen so ein Wiesheiland zu finden ist. Aber keine von diesen ist so schön wie die Wieskirche. 1983 wurde sie zum Weltkulturerbe erklärt. Als nächstes machte ich Station in Maria Vesperbild in Mittelschwaben. An diesem beliebten Marienwallfahrtsort mit jährlich rund 500.000 Pilgern traf ich eine Besonderheit an. Hier werden gleich 2 Gnadenbilder verehrt. Karfreitagabend. Maria trauert um ihren toten Sohn. Diese Darstellung heißt Pietà oder Vesperbild. Unsere liebe Frau von Fatima. Diese Statue ist das andere Gnadenbild des Wallfahrtsortes Maria Vesperbild nahe Augsburg. Seit knapp 30 Jahren betreut Prälat Wilhelm Imkamp die etwa 500.000 Wallfahrer jährlich. Die Menschen zieht eine besondere Verbindung hierhin, die Verbindung
eines klassischen Gnadenbildes mit der Fatima, Mutter Gottes. Und die Menschen erleben an den beiden Bildern, wie Maria sie durch die Geschichte, auch die Geschichte ihres Lebens begleitet. Die Wallfahrer kommen mit den unterschiedlichsten Sorgen nach Maria Vesperbild. Davon zeugen die Einträge im Anliegenbuch am Eingang der Kirche. Prüfungsangst, Krankheiten und der Unfrieden in der Familie, vieles lastet auf den Herzen der Wallfahrer. Seit 1650 ist der mittelschwäbische Wallfahrtsort eine Anlaufstelle für Trostsuchende. Die trauernde Mutter tröstet ihre Besucher. Eine Besonderheit am Gnadenbild ist der ausgestreckte Zeigefinger des gestorbenen Jesus. Wenn Sie den Finger etwas verlängern, mit einem Metermaß, dann landen Sie genau im Tabernakel bzw. an dem Priester, der am Altar das heilige Opfer darbringt. So ist dieses Gnadenbild, erweist sich als eucharistisches Gnadenbild. Noch im Tode weist die Leiche Jesu auf den lebendigen Jesus im Tabernakel hin. Der Weg von der Wallfahrtskirche in einen Buchenwald führt zu einer Fatima-Grotte. In deren Mittelpunkt steht eine Fatima-Madonna. Der Schnitzer Ludwig Schuster hat ihr einen lebhaften und eindringlichen Blick verliehen. Man fühlt sich direkt angesehen und im Angesehenwerden auch angenommen. Und diese Unmittelbarkeit ist also ein ganz, ganz großes Geschenk. Darauf antworten viele Pilger mit Votivkerzen oder Opferlichtern. Sie sind ein sichtbares Zeichen unausgesprochener Gebete, Zeichen lebendiger Volksfrömmigkeit. Die Volksfrömmigkeit, da setzen die Gläubigen ihr Gefühl, ihr religiöses Gefühl in die Tat um, in den Akt der Verehrung. Und das gilt es zu akzeptieren. Maria Vesperbild, ein Ort des Trostes, der mütterlichen Wärme und ein Ort, wo sich Himmel und Erde berühren. Das nächste Ziel auf meiner Reise war ein Wallfahrtsort mit einem sehr kleinen Gnadenbild. Nur 7,5 Zentimeter ist die Marienstatue groß, die in Ellwangen auf dem schönen Berg verehrt wird. Ellwangen liegt im Osten Baden-Württembergs in der Nähe von Ahlen. Hoch über Ellwangen in Ostwürttemberg reckt sie sich in den Himmel, die Wallfahrtskirche zu unserer lieben Frau auf dem schönen Berg. Die Wallfahrt hierher ist noch älter als die knapp 300 Jahre alte Barockkirche. Bereits seit 1638 beten Pilger auf dem schönen Berg und entzünden Opferkerzen. Ihre Gebete bringen sie zu Maria. Das Gnadenbild ist eine Miniatur des Wallfahrtsbildes von Notre-Dame de Foix in Belgien. Obwohl die Tonstatue nur so groß wie ein Zeigefinger ist, haben die Menschen sie seit Jahrhunderten ins Herz geschlossen. Der Wallfahrtspriester Pater Wolfgang Angerbauer weiß warum. Gerade das Kleine bei Maria ist vielleicht auch kostbarer und wertvoller als wie das Große. Sie nennt sich auch die kleine demütige Magd. Und von daher haben die Leute das sehr gern angenommen. Es war ja auch noch eine große Marienstatue dann in der Kapelle, die der Bischof bei der Einweihung der Kapelle gestiftet hat. Die wurde also nicht so stark verehrt, sondern gerade dieses kleine Bild hat die Menschen sehr angesprochen. Es waren Jesuiten, die ein Kreuz errichteten und in den Längsbalken die kleine Marienstatue einsetzten. Seit diesem 14. August 1638 kommen Menschen auf den schönen Berg, um zu beten. In der prächtigen Marienkirche erzählen Bilder über das Leben Marias. Vom Hochaltarbild bis zu den Deckenfresken. Der Schönenberg ist für Pater Angerbauer eine zweite Heimat geworden. Ja, ich bin sehr gerne hier. Einmal eben wegen der wunderschönen Kirche, aber auch wegen der Menschen. Also es kommen sehr viele Menschen, die einfach zum Gebet da sind, mit denen man Kontakt hat. Oder ich habe sehr viele Kirchenführungen. Das mache ich auch sehr gerne, dass ich den Menschen unsere schöne Kirche zeige und einfach die Geschichte der Wallfahrt auf den Schöneberg erzähle. Zu dieser Geschichte gehört auch der 21. April 1945.
Damals drohte Ellwangen ein Luftangriff der amerikanischen Luftwaffe. Doch die Sturmgebete der Ellwanger zur Mutter Gottes auf dem schönen Berg wurden erhört. Ein heftiges Gewitter verhinderte den Angriff. Ich erlebe immer wieder ältere Menschen, die hier in die Kirche kommen oder zur Kirchenführung, die davon erzählen, dass sie selber dabei waren bei dem schweren Gewitter, bei dem Unwetter, das damals geherrscht hat. Und auch die Ellwanger selber sind sehr dankbar noch, dass damals ihre Stadt durch dieses Unwetter errettet wurde. Ellwangen, eine gesegnete Stadt zu Füßen eines Berges, der nicht nur schön ist, sondern auch reich an Gnaden. Im Mai 2017 erteilte das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen der Stadt Kevela die Erlaubnis, sich umzubenennen. Seitdem heißt die Stadt am Niederrhein nicht nur Kevela, sondern Wallfahrtsstadt Kevela. Das Leben pulsiert in unmittelbarer Nähe zum Heiligtum. Das ist das Besondere an Kevela. Wer die Gnadenkapelle besuchen will, kann dies mitten auf dem Kapellenplatz tun. Das Zentrum der sechseckigen Gnadenkapelle ist ein Gnadenbild aus dem 17. Jahrhundert. Das Material des Marienbildes ist ganz alltäglich. Es besteht aus Papier. Wallfahrtsrektor Weihbischof Rolf Lohmann findet dies ganz passend für diese Wallfahrt zu Maria. Sie ist ja die Consolatrix Afflictorum, also die Trösterin der Betrübten, oder wenn wir es noch genauer übersetzen, die Frau, die in unseren Konflikten uns nahe sein will. Und dieses Trostfinden in den alltäglichen Sorgen, mit denen die Menschen kommen, da finden sie eben hier bei der Gottesmutter Aufrichtung, Rat, Trost und Schutz. In unmittelbarer Nähe zur Gnadenkapelle steht die Kerzenkapelle. Viele der 1 Million Wallfahrer, die jedes Jahr nach Kevela kommen, entzünden eine Kerze.